So, wir sind wieder zurück. Assassin's Creed 4 Black Flag. Und bitte jetzt keiner Tauchmission mehr. Das Thema ist jetzt wirklich gestrichen. Also nach diesem Chaos von Hai-Vermeidung und Edward schwimmt in irgendwelche Richtungen und kriegt nichts gebacken und kann sich nicht orientieren. Nee, danke, das machen wir nicht nochmal. Dann nehmen wir jetzt die Hauptmission mit und gut ist. Das reicht ja auch erstmal, ne? An Nebenkrams, den wir gemacht haben. So, hier haben wir wieder so eine Mini-Insel. Aber da ist, ja, Krams drauf. Das kriegen wir nicht eingesammelt. Egal. Ja, Osling, ich glaube nicht, dass ich Waffen für den Unterwasserkampf finde, weil der so designt ist, dass man absichtlich keine Waffen haben soll. Das ist irgendwie auch ganz komisch. Das ist ja ein Aspekt dieser ganzen Frustration, ist ja, man kann nichts tun, außer ihnen im Gras auszuweichen, hat dann aber noch das Problem mit der Luft, die man die ganze Zeit nachfüllen muss und es ist einfach, es fühlt sich völlig unbefriedigend an. Das ist wirklich, nee, kein Höhepunkt des Spiels, muss ich ganz ehrlich mal sagen, im Gegenteil. Muss man da an der Stelle wirklich mal festhalten, das ist einer der schwächsten Aspekte, die es da gibt. Da mache ich dann lieber Walfangmissionen oder weiß der Geier irgendeinen anderen Kram, aber bitte nicht Tauchmissionen, wo mich das Spiel dazu zwingen will, zur Ursprungsglocke zurückzukehren, was ja auch irgendwie Sinn macht. Ja, logischerweise ergibt das schon Sinn, aber dann müssen sie halt dieses Level dort unten anders designen. Das ist doch bekloppt. Ich entferne mich 50 Kilometer gefühlt von dieser scheiß Tauchglocke, entkomme mit meinem Leben zwei Haiangriffen und soll dann den ganzen Weg wieder zurückschwimmen. Hä? Also das ist doch nur wirklich überhaupt nicht sinnvoll. Das ist vor allen Dingen, das ist richtig schlechtes Backtracking. Also es ist wirklich die schlimmste Form von Backtracking, die man kriegen kann. Ich habe alles gemacht, es gibt nichts mehr zu tun auf dem Rückweg, aber Hauptsache, ich muss nochmal alle Gegner passieren, gegen die ich noch nicht mal wirklich was unternehmen kann. Boah. Gottes Willen. Hilfe. Also wirklich Hilfe. Ach ja, es ist immer was mit Game Design. Es ist nicht leicht, das ist mir schon klar. Man muss immer irgendwelche Entscheidungen dann treffen für solche Missionen, wie man die aufbauen will. Aber hier haben sie ganz grundsätzlich riesige Fehlentscheidungen getroffen. Das ist einfach schlimmste Form von Missionsdesign, die man sich vorstellen kann, wenn man Backtracking einfügt, Gegner, die unverwundbar sind und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir uns doch noch hier um die Festung kümmern. Machen wir das jetzt einfach mal. Gut. Gut. Oh mein Gott, eine riesige Welle, die habe ich gar nicht kommen sehen. Okay, das war gefailed hoch 10, aber gut. Eine Riesenwelle habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Oh oh. Zu spät, wir können nicht ausweichen. Können wir nur noch bracen? Mehr können wir nicht machen. Schade. Raus, 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 raus. Notfalloperation. Jawohl, hat geklappt. Was macht er denn da vor der Kamera? So, jetzt kann ich aber langsam wieder feuern, ne? Tschüss, du bist schon mal weg. Ne, noch nicht. Er ist noch nicht weg. Holy shit. Boah, wir kriegen die nicht platt. Die sind aber auch... Killer Wave.
Okay, hier kommen einfach Killer Waves an. Weil es ein schweres Fort ist, oder was? Okay. Na, wo ist es? Wo ist es? Hier. Jetzt haben wir den schon mal platt, den Turm. Sehr gut. Gott. Alter, wie viel schwere Munition ich hier brauche. Okay. Okay. So, jetzt nochmal dahin. Den haben wir auch zerstört, sehr schön. Oh mein Gott. Was für ein Kampf. Was für ein Kampf. So. Natürlich nochmal eine Wave, ich hab's gehört. Uiuiuiui. So, das haben wir geschafft. Küstenfort infiltrieren, wenn wir schon mal dabei sind. Das hat sich jetzt ergeben. Hallo, Welle? Ja. Aua. Hätten wir anders machen können. Egal, wir sind fast tot. Wurscht. Reicht es jetzt auch mal mit Monsterwellen? Oder ist das jetzt das Ding von den schweren Forts, dass die ganze Zeit Monsterwellen spawnen? Heiliges Kanonenrohr. Jetzt geht's aber rund hier. Ich wäre jetzt übrigens gerne mal zum Andocken hier. Und nicht bis die nächste Monsterwelle da ist, bitte. Okay. Sie können das Ruder bei hohem Wellengang nicht verlassen. Toll. Da kommt die nächste Killerwelle. Danke, Spiel, für nichts. Na gut, dann machen wir das jetzt mal. Voll Kanne rein. Das ist das Beste, was wir machen können mit so einer Killerwelle. Auch wenn die grafisch irgendwie buggy aussieht. Ah, Hilfe! Wahoo! Ja, wie ich jetzt das Feuer infiltrieren soll, wüsste ich jetzt auch gerne. Bei so einem Sturm. Ich habe jetzt auch gerade irgendwie ein bisschen Pech, glaube ich. Okay, wir können andocken, Gott sei Dank. So, dann wollen wir mal. Ja, naja. Egal. Machen wir das mal so. Angriff zum Gefecht. So, hier muss ich, glaube ich, jetzt hoch. Schrägstrich kann ich jetzt hoch, genau. Nee, hier soll ich nicht lang, oder wie? Oder was? Oder wo? Oder wann? Oder wer? Oder warum? Oder... egal, hier kann ich lang. Okay. Nee, 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 Freunde. Aua! Der läuft weg. Die haben mich jetzt gegriffen hier. Das miese kleine A-Löcher sind. So, nehmen wir jetzt mal die Schwerter hier. Ja, ja, komm, du kannst mich noch dreimal runter taken. Das ist mir auch egal. Huch, das war der falsche. Okay, schneller töten, schneller töten. Ja, gut, dass ich da keine Chance hatte, aus der Animation rauszukommen. Sehr gut. Oh Gott, viel zu viele hier. Ich sehe auch nichts durch den Sturm. Sehr schön. Ja, können wir knicken. Wenn ich mich jetzt nicht heilen kann, ist es das für mich gewesen. Nicht. Ah, fuck.
Jetzt habe ich wieder nicht die richtige Waffe ausgewählt. Fuck. Ich brauche die fucking Pistole. Mann. Natürlich. Alter Sneaky Bastard. So. Jetzt ist er da drüben. Ich komme zuerst dran, mein Freund. So, haben wir den schon mal. Jetzt ist noch einer da. Nämlich ganz oben. Oh Gott. Da ist auch irgendein Scharfschütze. Das ist natürlich richtig mies. So, Fragment gefunden. Nee. Das lasst du mal schön bleiben. So, der da will mich jetzt auch schon wieder hier ärgern. Aber das kann man diesmal gegen den Einzelnen verhindern. Gut, das können wir nicht. Gut, der ist auch weg. Jawohl! Puh, Kriegsraum erreichen. Das dürfte jetzt nicht weiter schwer werden. Anonym werden, um fortzufahren. So, herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Das war jetzt ein harter Cut. Das kam daher, weil Festplatte vollgelaufen war. Hatte ich leider nicht dran gedacht, die mal etwas aufzuräumen vor dem Stream. Aber jetzt ist wieder Platz da und jetzt geht's wieder weiter. Und jetzt können wir die Tür wieder öffnen. Sehr schön. So. Und wir können ihn töten. Wow. Was bist du denn für ein resistenter Typ? Schüttelt hier den Schuss einfach mal ab. Den aber nicht. So. Dann haben wir jetzt ganz kurz nebenbei auch nochmal gerade ein Fort eingenommen. Und damit einen neuen Kartenbereich freigeschaltet. Das war eine knappe Angelegenheit im Sturm hier, aber wir haben es noch so gerade geschafft. Junge, Junge, das war echt nicht leicht. So, jetzt haben wir hier wieder 1000 Angelegenheiten. Wie gesagt, Tauchmission, no go. Vielleicht mache ich die mal irgendwie off-screen oder so. Aber ansonsten definitiv nicht. Hier ist ein großer weißer Hai. Hier im mittleren Gebiet haben wir dann Schwertwahl. Also vielleicht sollte man sich erst an die Geschichte dran machen, bevor man dahin geht. Aber wir wollten ja zu der Hauptmission übergehen. Ich glaube, das werden wir gleich auch tun. Wir gucken vorher aber mal beim Hafenmeister hier vorbei. Schiff reparieren brauchen wir nicht. Was können wir denn verkaufen? Ein bisschen Zucker, wenn auch nicht viel. Ein bisschen Rum schon etwas mehr. Stoff, Metall und Holz. Das sieht alles ganz gut aus. Excellent. Das finde ich auch. Das ist exzellent. Und jetzt werden wir mal weitermachen. Hier im Sturm werden wir wieder raussegeln. Und hoffentlich nicht ganz so viele harte Killerwellen abbekommen. Das war ja schon ganz schön heftig. Kriegsschiff Stufe 36, das ist ein bisschen heftig. 200 Stoff, na gut. Den lassen wir jetzt mal schön hier. Ach, wir können nicht reparieren. Ja klar, sehe ich. Wir haben noch eine Stufe übrig. Hm. Na gut, wir probieren es einfach mal. Während es hier stürmt und donnert. So, Reisegeschwindigkeit kann ich hier nicht aktivieren. Wahrscheinlich wegen dem Sturm wieder. Würde ich mal vermuten. Und wir müssen natürlich schön gegen den Wind fahren. Nice. So, hier drüben ist eine ganz arme Sau auf dem Floß. Der hier gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Und jetzt ist er zum Glück durch uns gerettet worden. Wir haben übrigens auch wirklich einen Mangel an Crewmitgliedern. Den wir dringend, dringend ändern sollten. So, jetzt hat sich der Sturm langsam gebessert.
Können also jetzt schon wieder. Bisschen rumerbeuten. Naja. HMS Fortress. Zucker und Rum. Nee. Das muss nicht sein. Aber hier drüben ist unsere Mission. Und da werden wir jetzt mal hin segeln. Oh, das ist schon das Observatorium. Da bin ich mal gespannt. Treten jetzt also storytechnisch auch in die Spätphase des Spiels vielleicht ein. Das Observatorium wurde uns ja schon ganz lange angekündigt. Is that pirate hunter dead? Aye, by my own hand. Why is it you alone can find what so many want? I was born with memories of this place. Memories of another time entirely, I think. Like another life I've already led. Curse you for a lurch, man, and speak some sense. Not today. After you, Captain. The path ahead is dangerous. Wieder kriegen wir keine Antworten. Das ist natürlich ungünstig. The men native to this land will put up a fight. Are you willing to push back if necessary? Oh, wir haben eine Schatzkarte von dem Ort. Aber wir werden jetzt erstmal hier die Mission machen, keine Schatzsuche. So, wir sollen irgendwelche Hüter ausschalten. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, unbewaffnet. Und die Hüter aus Anpirschzonen heraus kampfunfähig machen. Das am besten unbewaffnet. Okay, machen wir mal. Und dann nehmen wir auch. Oh. Nice. Hier sind ja richtig freundliche Mannen am Werk. Der blinzelt noch. Das gesehen? Ich hab's genau gesehen. Der blinzelt. Der stellt sich nur tot. Das ist ja unfassbar. Oh Mann. Hüter anwesend. Den Dschungel sichern. Die Hüter der Insel verstecken sich in Büschen und schießen bei sich Kontakt. Nutzen sie das Adlerauge, um sie zu finden. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Da drüben hockt er. Können wir einen Schlafpfeil nehmen? Sehr gut, Freunde. So, Hüter anwesend. Hüter nicht mehr anwesend, würde ich sagen. Zumindest gleich. Niederschlagen. Boing. So, damit hat sich der Hüter erledigt. Wir können ihn plündern. Dreimal Berserkerpfeile. Gucken, ob wir unsere drei anderen Pfeile auch noch sinnvoll irgendwo einsetzen können. Da unten ist noch ein Hüter. Vielleicht. Wir haben ja immer noch unbewaffnet eingeschaltet, ne? Und wir können uns jetzt hier von oben möglicherweise gut anschleichen. Und die niederschlagen. Ja, hallo. So, Berserkerpfeile. Da drüben hockt der Nächste. Sehr schön. Der kann uns jetzt noch nicht sehen. Kann ich von da oben irgendwo zuschlagen? Das wäre richtig Bombe. Ja, eventuell kann ich das, wenn ich hier klug bin. Ich sehe schon, ja, aber er kommt angeschittert mit seinen Pfeilen. Also er hat uns gesehen, das ist nicht gut, das geht schon mal nicht.
Und vielleicht kriegen wir das anderweitig hin. Schauen wir mal. Von hinten kann er uns ja nicht kommen sehen. Darauf spekuliere ich jetzt mal ein bisschen. Da hinten ist auch noch einer. Oh, da ist auch einer. Moment mal. Beherzter Tritt. Zone gesichert. Und jetzt sind auf einmal alle weg. Das ist ja komisch. Okay. Nun denn. Na, da noch einer? Offensichtlich nicht. So, wir konnten aber da hinten irgendwie synchronisieren. Das möchte ich jetzt schon mal erledigen, damit ich hier wichtige Dinge beim Weg nicht übersehe. Oder darf ich jetzt hier nicht mehr zurückgehen? Weil das wäre ja hier hinten irgendwo. Wo ist das denn? Hier oben auf dem... Auf dem Schiff? Auf meinem eigenen? Nee. Ach, hier! Auf diesem komischen Mast von der... Vom... Ja, ich verstehe. Nee, ist klar. Okay, dann müssen wir das folgendermaßen machen, weil den Synchronisationspunkt, den hole ich mir natürlich jetzt mal. Mhm. Ja. Dann einmal hier und einmal da. Dann kommen wir nämlich hier schön hoch. Auf diesem alten Mast. Und hier drüben ist der Synchronisationspunkt. Sehr schön. Und dann werden wir gleich in den Dschungel zurückkehren und natürlich weitermachen. So, jetzt können wir auch den Dschungel vernünftig sichern. Wissen wir zumindest schon mal von mehreren Truhen in der Gegend, von einer Krokodilbande oder einem Krokodil, das sich hier aufhält. Da ist ein kleines Tierchen gewesen, das juckt uns jetzt aber nicht mehr. Wir werden jetzt hier weitermachen. Liebe Leute, lasst mich mal durch. Der blinzelt immer noch vor sich hin. Das ist ja wirklich heftig. Tja, wie wir da jetzt hinkommen, ist eine gute Frage, die ich jetzt auch nicht richtig beantworten kann. Offenbar kommen wir da später irgendwie auf dem Rückweg vielleicht noch hin. Ups. Na gut. Schauen wir mal. Wir sollen jedenfalls weitere Hüter ausschalten. Das, wenn möglich, da ist einer. Ein Hüter und da sind bestimmt noch andere. Kommen wir denn jetzt da am besten hin? Der sieht uns natürlich gleich. Na, oder auch nicht. Mhm. Ich glaube, da ist wieder ein Schlaffall fällig. So, in die Weichteile. Das wirkt besonders schnell. So. Und da schreit er wieder. Da unten ist übrigens das Krokodil, habe ich schon gesehen. So, ein Schlaffall haben wir auch wieder bekommen. Das ist sehr gut. Und da vorne sind wieder welche. Zwei Stück. So, meine Freunde. Na. Warum kann ich die nicht niederschlagen? Okay, jetzt. Oh Mann. Zone gesichert. Schlaffeile mal 3. Sehr schön. Kann ich das hier auch auf das Krokodil anwenden? Tatsache. Das ist ja
irre powerful, also richtig mächtig. Tja, das tut mir leid, liebes Krokodil. Ich brauche deine Haut, dein Leder. Zwei Krokodile erlegt. So. Was hast du? Auch nochmal zwei Schlafpfeile. Wir sind vollzählig mit Schlafpfeilen. Oh, das ist nett. Richtig toll. Na, komme ich hier hoch? Warum komme ich nicht hoch? Doch, ich komme hoch. So. Hier haben wir dann noch eine Truhe, die wir natürlich mitnehmen werden. Und hier können wir den Brüllaffen häuten noch. Wenn wir schon mal dabei sind, dann werden wir das natürlich auch tun. So. In Ordnung. Stellt sich nur noch die Frage. Da oben sind noch weitere Gegner, sehe ich schon. Ob wir die jetzt ausschalten sollen, das ist mir noch nicht ganz so klar. Aus Anpischzonen heraus kampfunfähig machen, haben wir noch nicht getan? Noch gar nicht? Ist das eine Mal nicht gezählt worden oder was? Strange. Achso, hier können wir wieder nicht hin. Das ist ja auch abgefahren. Oh, jetzt mal vorsichtig von hinten. Und dann prügeln wir ihn nieder. Den Jäger. So. Gut. Er wird sich schon erholen. Berserkerpfeile. So, wo habt ihr euch versteckt, ihr Kleinen? Da unten ist noch ein Krokodil. Da sollten wir jetzt auch nicht guten Tag sagen von oben. Außer wir können es... Ach, da drüben war einer, ne? Aha. Und da muss noch irgendwo ein anderer sein. Von diesen tollen Hüterleins. Also hier ist keiner mehr. Vielleicht hier unten drin? Ne, hier ist nur das Krokodil. Da ist er. I've seen you. Oha. Das war knapp. Das wollte ich nicht. Mist. Immerhin haben wir hier noch eine Truhe. Können wir die nebenher auch nochmal looten. So. Warum auch nicht? So. Und den machen wir von oben platt. So. Wieder ein Hüter weniger. So. Hüterleins. Ihr Hüterlein kommet. Oh, kommet doch all. Da ist der nächste. Und der sieht mich nicht kommen. Zack. Ah, das war jetzt der erste, den wir aus dem Ampirschen heraus. Na, das wird jetzt ja natürlich nicht funktionieren. Aber wir können schon mal hier Schlaffall ausgeben und das nächste Krokodil häuten. Warum eigentlich nicht, wenn die schon da sind? Tut mir zwar leid für die armen Tiere, aber... Ach, sind immer noch Hüter anwesend, ne? Einer ist noch übrig. Bin mir nicht sicher, wo er ist. Da vorne. Guck mal, für dich haben wir doch auch noch einen kleinen Schlafpfeil. Wiedersehen. Da schreit er. Aua.
Oh Mann. So, jetzt sollen wir die Höhlen sichern. Achso, jetzt können wir ihn endlich. So. Wo sollen wir jetzt hin? Die Höhlen sichern. Die Richtung hier. Na gut. So, ich merke aber gerade, dass wir schon wieder tief in der Folge drin sind und auf jeden Fall mal ein Folgenende machen müssten. Und das werden wir dann hiermit auch tun. Also bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Euer Tassenauer sagt ciao, ciao.